Willst du mit mir in den Tunnel der Liebe? Yippie! Sie passt perfekt. Komm da runter, Max. Warum? Schau dir das mal an. Ich werde mich nie wieder rasieren. Das hast du noch nie getan. Stubinus Hockerus in seiner natürlichen Umgebung. Wer bist du? Ich bin Dirk, der Maulwurfmann. Wer seid ihr? Ich bin Sam, er ist Max. Wir bekämpfen das Verbrechen. Und wir lieben lange Spaziergänge am Strand. Was wollt ihr von mir? Hast du irgendetwas von Bruno dem Yeti gehört? Bruno der Yeti? Also da könnte ich Geschichten erzählen. Verbiet es ihm, Sam. Er will uns eine Geschichte erzählen. Ich traf Bruno das erste Mal vor 25 Jahren in Saigon. Und dann war da noch die Zeit, als wir alle unsere Steuererklärung von einem Schnabeltier ausfüllten. Halt's Maul! Um Gottes Willen, halt einfach deine Klappe! Schau, wir wollen wirklich nur wissen, wo Bruno sich jetzt aufhält. Puh, ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Vielleicht solltet ihr mit meinem Onkel sprechen. Dein Onkel? Ja, mein Onkel Shavul. Yetis sind quasi ein Hobby von ihm. Als sie noch ein Kind war, hat er mir Geschichten über riesige Yeti-Partys erzählt, wo die Yeti aus aller Welt zusammentrafen und ihre Yeti-Tänze aufführten. Und... Das ist schrecklich interessant, Junge. Wo finden wir deinen Onkel? Keine Ahnung. Er verschwand von der Bildfläche kurze Zeit, nachdem er mitgeholfen hatte, das größte Wolkdoll der Welt zu bauen. Ich fang gleich an zu weinen. Seht, ihr zwei seht vertrauenswürdig aus. Oh, da sind wir. Ja, du kannst uns so weit trauen, wie wir dich schmeißen können. Und wenn ihr mir meine Lieblings-Pikinus-Pralinen bringt, dann werde ich euch die Schüssel zu Trixis Wohnwagen geben. Außerdem erzähle ich euch dann auch das Geheimnis, wie Bruno verschwinden konnte. Warum erzählst du es uns nicht jetzt sofort? Weil ich hungrig bin. Hier, ich dachte, du magst vielleicht ein paar Süßigkeiten. Danke, dies sind meine Lieblingspralinen. Hey, ihr seid in Ordnung. Nehmt diesen Schlüssel als Beweis meiner Wertschätzung. Wow, das nenne ich mal einen Schlüssel. Okay, Sam, raus hier, so schnell es geht. Wartet, ich kenne da noch eine großartige Geschichte, die ihr unbedingt hören müsst. Fass dich kurz, Junge, mein Partner verträgt keine langen Geschichten. Also, alles fing damals an dem Tag vor dem heutigen an. Ich erinnere mich, als wäre es erst gestern gewesen. Es war schon lange kein Geheimnis mehr, dass Trixie sich in Bruno verliebt hatte. Jeder Nacht schließt sie das Kuriositätenzelt und las ihm eine Geschichte vor, von der sie glaubte, es könnte seine Lieblingsgeschichte sein. Sie schien so glücklich, wie eine mutierte Parodie der Natur nur sein kann. Aber sie würde nie richtig froh sein, bis ihr geliebter Bruno befreit wäre. Letztendlich beschloss sie, etwas mit Brunos missliche Lage zu tun. Sie bat Flambé, den Feuerschlucker, Bruno aus seinem eisigen Käfig zu befreien. Flambé tat die arme Trixie leid und so befreite er Bruno. Und seitdem wurde das glückliche Paar nicht mehr gesehen.
Verteufelt gute Geschichte, oder? Okay, das sollte ihn wieder in Gang gesetzt haben. Hey, Max, rück an. Was? Schau gut hin. Zum Glück verdeckt die Tür meine Schamesröte. Oh, Junge! Hey, da ist ein nettes Kostüm drin. Es ist eine Punktekarte vom Alligator Golf Emporium in Rumi Eyes, Florida. Ein entferntes Grollen. Du hättest daran denken sollen, als wir weggingen. Verrückt. Ein Eimer mit Fischen. Sam, was gibt es heute eigentlich zu essen? Was ist das? Sieht aus wie ein paar Schlangen. Alles sieht für dich wie ein paar Schlangen aus. Max, lass uns gehen. Und der Geschäftsführer weiß nicht, was mit diesem Yeti passiert ist? Das hat er gesagt, Mr. Bumpus. Weißt du, Lee Harvey, ich fange an zu glauben, dass ungeheure, unsichtbare Kräfte mich an meiner Mission hindern wollen. An sowas denkte ich auch schon. Denkte? Hm. Hey, guck mal, es sind diese, wie war das nochmal, Sam? Neandertaler? Ja, Neandertaler. Was bist du überhaupt, Präsident des Haarclubs für kleine Leute? Das ist Mr. Conroy Bumpus, berühmter Country-Western-Star. Ihr solltet ihm besser etwas mehr Respekt entgegenbringen. Für mich sieht er wie ein schmieriger Zuhälter aus und ich wette, seine Glatze juckt ganz fürchterlich unter dem schlechten Haarteil. Vielleicht solltest du mal in den Spiegel schauen, du Fusselhintern. Ja? Ich glaube, ich habe mehr Haare an meinem fusseligen Arsch als du auf deinem heiligen Country-Kopf. Okay, das ist genug. Niemand macht Witze über mein Haar. Halt still, du räudige Polarkatze! Viel Spaß, Boss. Was für ein Arsch!
Aber trotzdem, netter Schlag mit dem Fünfer-Eisen. Ich habe Angst, Sam. Liebe Alligatoren, wollt ihr knackige Kakerlaken? Liebe Alligatoren, wollt ihr knackige Kakerlaken? Vorwärts! Hey, du hast einen Weg über den Parcours gefunden. Genug gedauert. Sei still, Max. Ich hasse diesen Sport. Vielleicht, weil du ein lausiger Golfer bist? Du bist heute ein nervendes kleines Karnickel, was? Ja, warum setzt du dich nicht in diese stinkende Kabine, während ich auf wehrlose Fische einprügle? Vielleicht sollte ich dich einfach dort drinnen lassen. Habe ich schon erwähnt, was für ein lausiger Golfer du bist? Whee! Hey, Sam! Hey, was? Ich habe noch ein Büschel Yeti-Haare in der Kabine gefunden. Während ich mein junges Leben wartend verschwendet habe, konnte nur da sitzen, in dieser schrecklichen Kabine. Warten! Oh, Max, hör auf damit! Okay, hier, du trägst das. Das mache ich. Ich bin mir nicht sicher, wo du das aufbewahrt hättest. Das geht dich nichts an, Sam! Das ist eine Schneekugel vom geheimnisvollen Wirbel in Gullwump, Washington. Lass mich mal sehen. Schau. So schade, dass sie leer ist, sonst hätten wir sie schütteln können. So wie jetzt? Genau. Was steht auf dem Boden der Schneekugel? Für Elmo den Yeti. Bleib am Ball. Shavul, der Maulwurfmann. Hey, vielleicht befindet sich Shavul beim geheimnisvollen Wirbel. Lass uns schnell dorthin fahren, bevor mich wieder irgendetwas ablenkt.
Leg einen Zahn zu, Max. Hey, schau mal! Mal ein langes, loses Ende. Zu schade, dass wir es von dieser Seite des Decks nicht erreichen können. In Spielen wie diesen braucht man immer ein langes Stück Seil. Was tust du denn da überhaupt? Ich verbiege Werkzeuge mit meinen telekinetischen Kräften. Warum? Damit ich den Drehmechanismus von diesem Restaurant reparieren kann. Nun, das macht Sinn. Wofür sind diese verbogenen Werkzeuge überhaupt gut? Für eine Menge Dinge. Zum Beispiel zum Kratzen dieser unerreichbaren Stellen. Für mich ist jede Stelle schwer zu erreichen. Möchtet ihr eins für umsonst? Sicher. Ich mache euch einen. Der gehört dir. Danke. Nun, bye. Diese losen Kabel sehen aus, als ob sie zum Kontrollmechanismus des Restaurants gehören würden. Die sehen für mich wie zerkochte Spaghetti aus. Jetzt kann ich Richtung und Geschwindigkeit des Restaurants mit diesem Fernglas steuern. Das ist das Bekloppteste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Oder auch nicht. Okay, ich habe die Vergrößerungslinse vor dem Fernglas befestigt. Lustige Tatsachen über das größte Wollknäuel der Welt. Ausgerollt würde das Wollknäuel von hier bis weit hinter den Jupiter reichen. Wissenschaftler sind sich einig, dass das schiere Gewicht des Knäuels die Erde im Jahre 2053 aus ihrer Umlaufbahn wirft. Und unseren Planeten direkt in die Sonne katapultiert. Zum Glück beträgt meine Lebenserwartung nur 6 Jahre. So kann man das natürlich auch sehen, kleiner Freund. Es ist eine kaputte Golfballzange mit einem Magneten dran. Nun, das war hervorragend. Nicht zu vergessen, physikalisch völlig unglaubwürdig. An diesem Ort fangen meine Ohren an zu klingeln. Das ist vielleicht nur die Metallplatte in deinem Kopf.